Jetzt, meine Damen und Herren, kommen zwei junge Männer zu uns. Der eine ist Ihnen wahrscheinlich bekannt aus der Band Wir sind Helden. Der andere ist Ihnen bekannt aus der Band Joko und Klaas. Zusammen haben Sie jetzt eine neue Band aufgemacht. Ob es die alten Bands noch gibt, werden wir jetzt gleich erfahren. Hier sind Klaas Häufer Umlauf und Marc Tavassol. Herzlich willkommen! Herzlichen Dank! Habe ich das richtig? Was? Roberto habe ich verstanden. Nein, Umberto, das ist jemand, den wir kennen aus unserer Sendung. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Um was? Umberto. Ach so. So! Ihr seid eine neue Band. Nur ihr zwei? Du hast angefangen, ja. Also wir haben angefangen, die Band zu sein. Und jetzt mittlerweile sind wir mehr Leute. Also wir sind dann 5 bis 6 Leute, je nachdem. Und wir haben aber mal vor ein paar Jahren zusammen angefangen, Musik zu machen. Und dann jetzt, als es dann irgendwann in die Verlegenheit geriet, dann irgendwann daraus ein Album zu machen, was nicht von Anfang an der Plan war, wurden wir natürlich ein paar mehr Leute auch bei der Produktion dann. Und jetzt ist es eine ganz feste Band aus Freunden und Bekannten und die gehören alle dazu. Das ist Deutschpop, oder wie würdest du das sagen? Ich würde das so als deutsche Popmusik bezeichnen, ja, doch. Ja. Keine zweite Ebene. Man denkt immer, dass der Klaas dabei. Jetzt muss das ja unglaublich lustig sein. Genau, aber ich glaube, lustige Musik braucht man wahrscheinlich auch so wenig wie traurige Late-Night-Shows. Ja, bitte? Wir haben natürlich fand ich jetzt ganz gut. Wir haben natürlich auch schon, als wir quasi so ein bisschen haben verlauten lassen, dass wir es veröffentlichen wollen, haben wir schon gehört von Menschen aus dem Plattenbusiness, warum macht ihr nichts Lustiges? Das ist natürlich etwas, womit wir gerechnet haben. Ach, das ist so unlustig. Ja, aber genau. Ein bisschen lustig ist es ja auch. Ein bisschen lustig ist es natürlich überhaupt erstmal diesen Kontrast, glaube ich, zu haben. Also vorher eine Sendung wie Zirkus Halligalli zu haben und dann so ein Album, das passt nicht zusammen. Und das sicherlich birgt eine gewisse Komik, das weiß ich. Das kriegen ja immer Schauspieler um die Ohren gehauen, wenn Schauspieler dann anfangen zu singen. Ja. Man muss eigentlich erst Musik machen und dann später Moderator werden oder so. Ja, wir haben jetzt halt darauf verzichtet, jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Videos gedreht, in denen wir nicht mitspielen, weil wir niemanden damit belästigen wollen, dass ich das bin. Ach, ihr seid nicht, du bist nicht in deinem eigenen Video zu sehen? Nein, wir haben zwei Videos und da sind wir nicht zu sehen. Also weder Marc noch ich. Ach, du auch nicht? Das sind ich auch nicht, ja. Tatsächlich eher so kleine Kurzfilme. Habt ihr euch dann gut Aussehende genommen, die in dem Video spielen? Genau. Ja, ja. Also wir haben ja für das eine Video tatsächlich sogar gedreht und haben kurz überlegt, ob wir reinpassen oder nicht. Ja. Also du hast schon Angst davor, aber, ein bisschen, dass sozusagen die Band auf dein sonstiges Wirken reduziert. Nee, was ich glaube ich schade fände, ist, wenn man den Eindruck bekommt, den wir nicht erwecken wollen, dass das, was mit der Band geschehen soll, irgendwie in dem Windschatten von irgendeinem anderen Erfolg passiert, weil das natürlich Quatsch ist. Und das muss dann die Musik, also den Anspruch haben wir dann schon an die Musik schon irgendwie selber schaffen. So. Und wenn es das nicht ist, dann eben nicht. So. Also wenn du jetzt nicht bei Wir sind Helden gewesen wärst und du wärst jetzt nicht bei Joko und Klaas gewesen. Wäre ich Friseur und Arzt. Nee, dann ist die Frage, ob ihr dann mit der gleichen Musik, die ihr gemacht habt, tatsächlich auch heute Abend hier säßt. Nee, hier wahrscheinlich nicht. Aber so wahrscheinlich. Aber wir jetzt da. Das ist immer die Frage. Man will versuchen zu vermeiden, dass der eine Erfolg auf dem anderen aufbaut. Ja. Aber in Wirklichkeit kann man sich ja gar nicht davon lösen. Ja, aber wärst du mit ich mache nur noch Volksmusik bei Karl Moik aufgetreten oder bin nicht? Ich ja. Ja, eben, genau. Aber warum? Ne? Ich bin sogar mit einem völlig neuen Song bei Karl Moik aufgetreten. Stimmt, und du hast nicht gesungen, ne? Nein, das war eine ZDF-Hitparade. Ach so, genau, ja. Richtig. Genau. Ja. Also klar, so ein bisschen hat das natürlich damit zu tun. Da muss man jetzt auch nicht so tun, als wäre das alles dann aus komplett eigener Kraft entstanden. Aber wenn man es jetzt, aber wenn man es verheimlichen will, dass du dabei bist und dass du dabei bist, dann hätte ich heute nicht kommen sollen. Ja. Ja. Genau. Wahrscheinlich. Das ist ein bisschen doof. Genau. Ja, nein, verheimlichen wollen wir es nicht unbedingt, aber zumindest es nicht als Abfallprodukt irgendwas von irgendwas anderem aussehen zu lassen, weil das wäre dann vielleicht auch zu schade für die Mühe, die wir dann irgendwie da tagelang da reingesteckt haben in dieses Album. Marco macht sich schon mal auf der Bühne klar. Wir hören dich ja gleich noch singen mit deiner Band Glory. Ich habe das neue Album, habe ich ja schon mal hier. Das ist das neue Album. Das ist eine sehr große CD. Es heißt Ey Gloria. Das ist ein Spaß, habe ich mir erlaubt, habe ich selber mit Edding drauf gemacht. Das heißt nur Gloria. Habe ich eben in der Werbung gemacht. Lustig, oder? Ja, wir sind übrigens im November und im Dezember. Auf Tour? Auf Tour. Wo denn? Wo spielt ihr denn? In Hamburg, Berlin, Leipzig. Du musst dein Mikrofon. Achso, in Hamburg, Berlin, Leipzig, Hannover. Spielt ihr auf Tour? Köln sind wir. Also wir sind November, Dezember auf Tour und da kann man jetzt Tickets verkaufen und
ja, passen viele Leute rein in diese Locations, also kommen Sie ruhig. Ne? Okay. Ja. So, jetzt kommt Elvis. Du hast bei Markus Lanz schon Elvis imitiert, das machst du hier. Was willst du spielen? Blue Suede Shoes? Unbedingt, ja. Ich habe mich nur nicht getraut zu one fragen. One for the money? Okay, ja. Okay. Okay. Well, it's one for the money and two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you sell my blue suede shoes. We can do anything but lay off with my blue suede shoes. We can burn my house and steal my car. Bring my liquor from an old food jar. We can do anything that you want to do. But honey, lay off of my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Yeah. So. Es geht doch. So, jetzt schnell rüber zur Band. Ja, tschüss. Klaas einfach Umlauf und gleich spielt er dort live mit seinem Kollegen Marc Tavassol. Guckt hier, ich wette, ich sing mal was an und ihr wisst direkt, worum es geht. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären, ja, tippen hier und da und überall lauter. Das sind die Gummibären. Fett, gebt euch selber mal einen Applaus, wie geil!